und rätselhafter Stromausfall. Was steckt dahinter? Eigentlich beginnt der Tag für Eduard Hirschi wie immer. Seine Konditorei im schweizerischen Bern ist gut besucht. Doch plötzlich passiert es. Oh, was ist denn das? Klang wie ein lauter Böller. Der Strom ist schlagartig im gesamten Berner Mattenhofquartier ausgefallen. Ungläubiges Staunen, ratlose Menschen. Zeitgleich im Inselspital. Das Licht ist aus. Auch Untersuchungsgeräte fallen aus, bis das Notstromaggregat anspringt. Lebenserhaltende Maschinen dagegen werden sofort von Akkus versorgt. Doch der restliche Stadtteil bleibt weiter ohne Saft. Auch den Energieversorger hat die Hiobsbotschaft mittlerweile erreicht. Hast du das gesehen? Wir haben eine größere Mittelspannungsstörung. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, da haben wir ein größeres Problem. Rund 800 Haushalte sind jetzt ohne Strom. Dann fängt es in der Nähe des Cafés plötzlich auch noch an zu qualmen. Anwohner sind besorgt. Hallo? Hallo, ist hier die Feuerwehr? Da hinten gab es einen riesen Knall und es raucht aus dem Keller. Ich habe keine Ahnung, ob es brennt oder was da los ist. Wir schicken unsere Einsatzkräfte. Die Feuerwehr vermutet einen Kellerbrand. Weil sich dieser schnell auf das ganze Haus ausbreiten könnte, rücken die Männer sofort aus. Der Stromanbieter weiß von all dem noch nichts. Dort rätseln die Experten weiter über die Ursache des Blackouts. Bevor wir etwas unternehmen, müssen wir erst mal wissen, was los ist. Vielleicht gab es ein Unwetter. Einschlagende Blitze oder umstürzende Bäume könnten Hochspannungsleitungen getroffen haben. Doch an diesem Morgen zeigt sich der Himmel über Bern wolkenlos. Okay, es könnte auch eine Baustelle sein. Denn immer wieder stoßen Bagger beim Graben auf Leitungen im Boden und verursachen dadurch Stromausfälle. Wie zum Beispiel im Deutschen Bundestag. 2011 legt ein beschädigtes Stromkabel das Parlament für fast einen Tag lahm. Doch Großbaustellen gibt es in Bern an diesem Morgen nicht. Das Café sitzt derweil immer noch auf dem Trockenen. Die Kaffeemaschine geht nicht. Ich kann alles drücken, es kommt nichts. Außer der Feuerwehr. Was ist denn da los? Guck mal. Oh, ich geh mal schauen. Er hat es nicht weit. Der Einsatzort liegt gleich um die Ecke. Christian Siegenthaler leitet den Einsatz. Oh, das war's passiert in einem Schacht. Zwei Mann, Atemschutz. Schnell wird klar, der Schacht führt hinab zu einer unterirdischen Starkstromstation. Da ist höchste Vorsicht geboten. Irgendetwas könnte hier Feuer gefangen haben. Was habt ihr gesehen da unten? Wir haben einen Glimmbrand. Der kann rasch gelöscht werden. Inzwischen ist auch Daniel Gaffner eingetroffen. Der Experte des Stromanbieters soll bei der Aufklärung helfen. Also komm los, runter! Vielleicht ist ja der Glimmbrand schuld am Stromausfall. Noch wissen die Männer nicht, was sie unten erwartet. Der Rauch hat sich zwar verzogen, doch in der Anlage könnten Starkstromkabel beschädigt sein. Hat es ein Kurzschluss gegeben? Brandspuren und verschmorte Teile deuten darauf hin. Doch plötzlich machen sie noch eine Entdeckung. Schau mal hier, was ist das? Sieht aus wie ein totes Tier. Eine Ratte. Könnte sie etwas mit dem Kurzschluss zu tun haben? Es wäre nicht das erste Mal. 2013 verursacht eine Ratte in einer Berliner Netzstation einen Kurzschluss und legt damit den Stadtteil Tempelhof lahm. In Bern suchen die Stromexperten derweil nach weiteren möglichen Schäden. Die Nager könnten die Ummantelungen der Kabel angeknabbert haben. Denn Rattenzähne wachsen ständig nach. Nur häufiges Nagen hält sie in Form. Und Kunststoff wird schon mal besonders gerne angeknabbert. Deshalb sind wichtige Leitungen in der Regel extra gesichert. Diese Kabel kann keine Ratte anbeißen. Ein dicker Eisenmantel schützt vor bissigen Nagetieren. Auch an den anderen Kabeln finden sich keine Bissschäden.
Stattdessen könnte das Tier auf der Stromschiene gelaufen und durch die Berührung mit etwas anderem den Kurzschluss ausgelöst haben. Würden wir auch nicht überleben. Draußen warten Feuerwehrleute und Anwohner, gespannt auf Neuigkeiten aus der Tiefe. Ist bei euch alles klar? Schon etwas entdeckt? Eine Ratte, eine kleine Ratte. Sie hat einen Kurzschluss gemacht auf der Sammelschiene. Das gibt's doch nicht. Noch ist völlig unklar, wie sie in die Starkstromstation gelangen konnte. Da entdeckt ein Techniker plötzlich einen Gummipfropfen, der eigentlich in die Wand gehört. Schau mal hier. Ist ein Loch. Aus dem muss das Tier den Pfropfen herausgestoßen haben. Dann war der Weg frei. Denn Ratten quetschen sich fast überall durch. Diese Fähigkeit verdanken sie ihrem extrem flexiblen Knochenbau. Damit überwinden sie selbst winzige Öffnungen. Durch dieses Loch in der Stromstation lief früher mal ein Kabel. Später wurde der Hohlraum mit Gummi abgedichtet. Diese Dichtung, die ist alt, die klärt nicht mehr. So hatte sie ein leichtes Spiel. Und schau mal, hier hat sie genagt. Erstaunlich. Selbst mit stärksten Materialien machen die Nager dank ihrer Superzähne kurzen Prozess. Alles, was weniger hart ist als ihr Gebiss, wird einfach durchgenagt. In Schweden schafft es eine riesige Ratte sogar, sich durch die Hauswand aus Holz und Zement zu beißen. Ihren Ausflug überlebt sie allerdings nicht. In der Berner Stromstation musste der tierische Einbrecher erstmal bis zur Öffnung hochklettern. Doch auch das ist für ihn offenbar ein leichtes gewesen. Hier muss der Ratte rübergesprungen sein. Kein Problem, denn sie schaffen es locker über einen Meter weit zu springen. Auch beim Balancieren erweisen sich Ratten als geschickte Artisten. Um auf dem Hochseil das Gleichgewicht zu halten, stabilisieren sie ihren Körper mit dem Schwanz. Den setzen sie bei Bedarf auch als zusätzlichen Greifarm ein. Kein Wunder also, dass sie selbst in einen Hochsicherheitsort wie die Berner Stromstation eindringen. Auch im Atomkraftwerk Fukushima sorgt ein Nager 2 Jahre nach dem Super-GAU für einen Stromausfall. Unbemerkt krabbelt er in eine provisorische Schaltanlage. Neugier und Hunger motivieren die Tiere immer wieder zu gefährlichen Ausflügen. Um an neue Futterquellen ranzukommen, brechen sie oft auch zu unbekannten Ufern auf. Manchmal jedoch enden ihre Abenteuerreisen wenig erfreulich, wie in Bern. Dort ist es passiert. Genau dort. Und dann ist der Funken übergesprungen. Dann hat es gefunkt, ein Lichtbogen ist entstanden und hat alles runtergebrannt. Nachdem der mutmaßliche Übeltäter gefunden ist, können die Techniker den Schaden schnell reparieren. Dann fließt endlich wieder Strom im Viertel. Und in Eduard Hirschis Bäckerei steht dem Frühstück jetzt nichts mehr im Weg. Mit heißem Kaffee, versteht sich. Ratten sind übrigens ziemlich reinliche Tiere. Die putzen sich mehrmals am Tag.